Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich bin Flex, wie immer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ein nebliger Tag in den Ebenen. Unten brummen die Lokse fröhlich vor sich hin. Und hinter uns steht unsere Ebenenbasis, an der sich noch ein bisschen was getan hat. Ich war noch ein ganz klein bisschen fleißig offscreen, weil mit dem Dach war ja doch etwas schwieriger und ist immer noch nicht ganz fertig. Aber ein großer Teil davon ist schon mal bis nach oben in die Mitte fast hochgezogen. Und hält soweit auch schon ganz gut. Und dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten verändert. Nämlich habe ich uns hier draußen unsere normalen Holzbalken mal gegen Kernholzbalken ersetzt. Das hat jetzt nichts mit der Stabilität zu tun, sondern nur mit der Optik. Weil ich finde, dass das irgendwie einfach schöner aussieht. Und dem Ganzen noch ein bisschen mehr, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie erinnert jetzt langsam von der anderen Seite so ein bisschen an so einen Berghof oder so. An so eine Alm, keine Ahnung. Also schon eine größere natürlich, also eher schon an so einen großen Berghof. Oder an so einen, weiß ich auch nicht. Irgendwie was irgendwo in Kanada stehen könnte, so eine große Blockhaus-Holzvilla irgendwie. Aber naja, trotzdem ganz, ganz schön und auf jeden Fall eins der kompliziertesten, da oben fliegt ein Stück Holz rum, soll ich vom Dach pflücken, kompliziertesten Dächer, die wir bis jetzt gebaut haben. Und wie ihr seht, hat sich ein ganz klein bisschen noch was verändert. Wir hatten nämlich hier hinten ja noch eine Rundung drin, hier, die musste ich rausnehmen, denn das ging mit dem Dach alles nicht auf. So richtig, es ging ja hier noch weiter und da, nee, da hinten war die Rundung drin und hier war auch noch so eine Ecke drin, die mussten wir rausnehmen oder die musste ich rausnehmen. Ich muss tatsächlich ein ganzes Stück vom Haus abreißen hier. Quasi den ganzen Teil hier vorne, deswegen habe ich es auch offscreen jetzt gemacht gehabt dann. Bis hierhin waren wir ja und ich musste quasi diesen vorderen Teil hier, wo ich jetzt stehe, nochmal abreißen und neu machen. Genau, hier hatten wir die. Hier hatten wir auch noch so eine Rundung drin und so, das ging alles nicht auf mit dem Dach, die waren auf verschiedenen Höhen. Und so hat man es letztes Mal schon mit dem Treppenhaus hier drin, aber hat sich auch nicht so viel getan. Ich habe das Dach halt noch oben gezogen und musste hier vorne aber ein bisschen was abreißen und ja, komplett nochmal umbauen. Oh, die Sonne kommt noch ein bisschen raus, wahrscheinlich jetzt gerade zum Sonnenuntergang, aber egal. Jetzt sieht man auch hier, was ich meine, so irgendwie erinnert, oh Gott, die Lochse sind wild. Die Lochse sind wild, oh Gott, hier drüben sind auch noch welche. Wir werden umzingelt von Lochsen. Und da sieht man auch unser extrem cool geformt ist, aber trotzdem überall super aufgegangen ist und überall schön sauber geformtes Dach von unserer Berghütte, Bergvilla. Ne? Ich finde, das sieht schon gut aus. Müssen wir nur noch schaffen, dass wir das Dach geschlossen kriegen. Und dann möchte ich versuchen, vielleicht so ein kleines Stück hier unsere Baufläche noch ein bisschen zu erweitern. Und dann geht es auf jeden Fall los rüber mal ins Schneebiom. In dieser, obwohl eigentlich brauchen wir die Leiter noch, ne? Ja, in dieser Folge auf jeden Fall, damit wir nicht wieder nur bauen. Deswegen sind wir auch schon so weit. Weil dann ist das Haus soweit bezugsfertig. Wir können ja mit der Inneneinrichtung anfangen. Und dann müssen wir aber einmal rüber ins Eisbiom und uns erstmal ein bisschen, einmal den Weg dahin so ein bisschen einfach mal erkunden, wie wir zur Drachenmutter hinkommen. Und wir brauchen Obsidian. Wir haben nämlich keine Obsidianpfeile mehr, deswegen habe ich schon die Giftpfeile mitgebracht. Da für den Fall, dass wir dann halt jetzt rübergehen ins Schneebiom. Aber erstmal geht es hier noch ganz kurz weiter. Denn irgendwie müssen wir diesem Stück Dach noch ein bisschen Stabilität verschaffen jetzt hier. Wenn wir jetzt einfach hier... Natürlich muss es schon sauer auf einer Kante laufen, ne? Wenn wir jetzt von hier losgehen... Ach, ja doch, geht auf. Und hier halt auch wieder mit Balken nach unten bis auf die Fensterbank und dann am besten nach ganz unten in den Boden rein. So. Und das jetzt versuchen wieder bis nach oben zu ziehen. Gucken wir mal, ob das schon irgendeinen Effekt hat jetzt hier. Noch leuchtet immer alles rot. Es hat also noch gar nichts gebracht. Obwohl es ist doch mit dem Boden verbunden wieder, ne? Das ist schlecht zu erkennen. Aber so, weil hier mit dem hat es nämlich auch funktioniert. Ach, vielleicht weil der einen raussteht, weil das hier ist. Ja, das wird sein, weil das ab hier, weil er das hier stützt, ne? Weil hier ein Balken verläuft. Natürlich, dann müsste hier also auch einer sein. Der muss dann auch ein bisschen Boden rein. Haben wir hier unter eine Wand stehen zufällig? Ja, tatsächlich haben wir. Okay, dann ist ja so schon eigentlich...
So. Wie stehen die gar nicht aufeinander, ne? Sieht komisch aus. Geh mal weg hier. Starren wir die mal aufeinander. Da müsste da aber so ein... Ja, finde ich aber wieder nicht so gut, wenn die so ein Pfeiler mitten im Raum steht. Ah, kein Bauholz in der Tasche, ehrlich nicht. So. Jetzt ist er aufs Dach gefallen, ne? Mann, und hier muss auch noch irgendwo einer rumfliegen. Wir haben doch hier zwei Sachen, können wir doch hier bauen. Ah, Bauholz haben wir draußen in der Kiste. Okay, da muss. Ja, das ist aber, es gefällt mir eigentlich nicht, wenn da der Pfeiler steht. Obwohl man das fast schon als eine kleine Kaminecke benutzen könnte, dann. Aber irgendwie. Es könnte eine Kaminecke werden. Es könnte eine kleine Kaminecke werden. Könnte hier, aber das muss das müsste das Fenster hier weg. Das gefällt mir dann sonst nicht. Dann müssten hier also auch Wände hin. Dann wird's gehen. So, jetzt müsste das. Ja, hat überhaupt nichts gebracht irgendwie, ne? Mal Bauholz herholen hier. Können wir aufbauen. Ohne Bauholz, das ist mal ein bisschen schlecht. So, ein bisschen Bauholz, ein bisschen Kernholz vielleicht auch noch. Und am besten mal ins Bett gehen und Tageslicht herholen hier. Ja, ich habe schon vorher ein bisschen überlegt. Und ja, das war schon bei unserem ersten großen Langhaus hier eine Zeit das Problem, dass man das so hoch nach oben baut und dass es immer noch hält. Hier haben wir mit dem Zwischenstück gearbeitet und vor allem haben wir hier einen Turm in der Mitte, der ein bisschen hilft. Schwierig, schwierig, ist schwierig. Unser Dach ist schwierig, Dach ist immer schwierig. Weil wir, wie gesagt, es kam ja auch die Info rein, schon mit Eisen zu bauen und jetzt auch nochmal wieder mit Eisen. Wir könnten ja versuchen, wenigstens einfach nur ein paar Eisenbalken irgendwo einzuziehen. Morgen! Draußen schreit irgendwer schon wieder rum. Oh, super Wetter. Wo werden schon wieder irgendwo metzen sich draußen schon wieder die ganze Zeit die Grauzwerge und die Wildschweine und alles metzen sich hier schon wieder nieder. Irgendwer ist ja auch unseren Stacheln auch verendet da draußen und da rennen die Hirsche und werden wahrscheinlich von den Grauzwergen gejagt oder von irgendwelchen Skeletten. Was immer, wenn man hier aufwacht, hört man irgendwas draußen einmal gerade quieken. Irgendwas ist da immer los. Aber hier rüber kommen sie nicht. So, ach, herrliches Wetter. Erstmal wieder rein ans Feuerchen. So, zurück. Und erstmal den Ausgeruht-Bonus noch total wieder frisch abholen hier. Ganz kurz hier drüben. Wo haben wir denn Gemütlichkeit 12? Irgendwo hier. Hier haben wir alles. Ah, super Wetter. Ah, super, das Dach ist nicht dicht. Da regnet es drüben schon wieder rein. Dauert aber lange jetzt mit dem ausgeruht sein hier. Ah, jetzt. Gerade wo ich mich hinsetze. So, auf geht's. Noch ein ganz, ganz bisschen schaffen. Das Dach möchte ich. Also das Dach soll geschlossen werden. Das möchte ich schaffen, dass wir das Dach geschlossen haben. Dann ist unser Haus wirklich bezugsfertig. Und vielleicht erweitern wir noch ein bisschen das Gelände außenrum. Vielleicht gehen wir auch direkt dann erstmal los. So. Rein hier. Hier ist natürlich alles noch kalt und ungemütlich und uneingerichtet. Und Loks gefährdet. Oh wei, der ist hier schon gleich. Der ist hier wirklich gleich im Wohnzimmer. Oh Mann. Oh Mann. So, oder wir müssen. Nein, wir müssen ja. Oh, wir müssen ja auch. Ja, wir müssen ja auch von hier drüben. Das hat nur Stabilität, weil sich das gegenseitig stützt, sage ich. Alleine nützt das noch nichts. Aber hier ist ein Fenster eingebaut. Das können wir dann. Müssten wir dann abreißen. Sondern wir sind auf der Linie sind wir hier. Das ist hier. Das heißt, hier müsste das Fenster verschwinden. Okay, das kriegen wir ja hin. Dann wird der Fenster.
Fensterrahmen halt Teil der Stütze. Dann haben wir gleich ein bisschen Kernholz mit da drin eingebaut. So. Und dann können wir hier eine Wand daran ansetzen. Die snappen wir dann ineinander. So. Einmal von draußen. Irgendwas sieht da schief gebaut aus. Oh Gott, wir können hier draußen gar nicht rumlaufen. Hallo, ihr seid ja lieb, ne? Wir wollen ja auch nichts. Wir bauen hier nur unser Haus. Wir bauen hier nur unser schönes Haus. Irgendwie fehlt hier jetzt auf einmal eine Fensterbank. Ach ja. So und so. Ah. Fensterbank. Und, Moment, wir hatten hier nach unten, hatte ich immer beides gelassen, weil ich das noch schöner fand. Weil es einen besseren Abschluss gibt. Wir sind auch schon wieder drin, obwohl eigentlich müssen wir auch Loxen noch jagen. Wir haben Giftpfeil dabei, ne? Zehn kommt ganz, ganz viel später, aber erstmal können wir ja noch jagen. Greifen die uns eigentlich beide an, wenn wir jetzt einen anschießen, ist die Frage. Wir holen erstmal den Schleichschadensbonus. Und da kommt er gewetzt. Da kommt er gewetzt. Und die kommen beide gewetzt. Das ist nicht geplant, dass ihr beide angeflitzt kommt. Oh je, oh je. Oh, sie stapeln sich sogar schon. Jetzt wird es richtig gefährlich. Wenn sich die Loxe stapeln, dann wird es eigentlich Zeit zur Flucht. Das weiß jeder Biologe. Jeder Naturkundler kennt sich aus. Das steht auch in jedem Lexikon. Ganz klar nachzulesen, in jedem Wikinger-Warn-Lexikon steht, wenn sich die Loxe stapeln, dann wird es Zeit für die Flucht. Ne? Außerdem ist auch ganz klar, wenn sich die Loxe stapeln, gibt es Regen und eventuell eine schlechte Ernte, sagt der Wikinger-Landwirt. So, wo ist denn der jetzt geplatzt? Moment, schleichen. Wir schleichen durch die Ebenen. Ganz ruhig. Oh wei, nicht aufs Haus losgehen. Das Haus hat ja nichts getan. Ich bin der mit dem Bogen. Das Haus steht da nur harmlos rum. Warum bist du so schnell? Stampf erstmal auf. Sehr schön, haben wir nämlich Zeit wegzukommen. Eigentlich sind die auch gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die wie die Riesen, ne? Eigentlich, wenn man rückwärts wegläuft, und dann muss er ja erstmal einmal stampfen. Wenn man dann einfach weiter läuft, dann trifft er einen ja gar nicht. Oh, der dicke Loks. Der dicke Loks. Da ist er wieder. Hallo. Schlocksstampfer. Oh, das sollte man aber nicht gerade machen. Au! Sollte also nicht gerade unbeweglich da rumstehen oder gerade schießen. Nicht gerade schießen, genau. Schießen ist schlecht, wenn er zu nah dran ist. So. Haha, zwei Loxe. Mehr. Zweimal Loxleder. Ich glaube, das reicht aber noch nicht. Wir bräuchten, glaube ich, sogar noch einen dritten jetzt, um uns dann den Umhang zu bauen. Mal. So. Okay, jetzt wieder hier rein. Und jetzt haben wir das hier. Jetzt können wir das also hier weiter verbinden mit einer halben. Und dann ziehen wir hier auch noch eine Schräge nach oben, das Dach hoch. Bis da. Und da setzen wir dann jetzt ein Kreuz dazwischen. Oh, es bricht jetzt schon ein. Wir müssen uns beeilen. Schnell, 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 schnell rauf hier. Und hoffen, dass es durch das... Oh, ich wollte gerade sagen, es hat funktioniert. Es gibt, es stützt sich gegenseitig, aber es stützt sich nicht gegenseitig. Ich brich das Kreuz jetzt auch noch wieder weg. Eigentlich müsste es auch gleich einbrechen. Warum? Autsch, warum hält das nicht? Dem fehlt das, die Strecke ist zu lang. Dem fehlt auch eine Säule hier irgendwo zwischen. Ja. Warum sitzen die so blöd nebeneinander eigentlich so oft, diese hier? Oder ist da irgendwas im Boden wieder? Dann machen wir so rum. Du stellst dich hier oben drauf.
Tiros wird auch so eine. Wahrscheinlich kracht jetzt gleich alles ein da oben wieder. Das war gerade so schön stabilisiert hatten. Geh mal weg da, du Mauer. Oh, das geht gar nicht bis zum Boden. Das ist aber schlecht. Geh auch mal weg. Dann fangen wir lieber auf dem Boden an. Können wir nicht? Warum nicht? Doch, können wir wohl. So, okay. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Ah, nee. Wenn er es denn schafft, die Treppe hochzulaufen, dann haben wir es gleich geschafft. So. Ja, die sich stapelnden Lokse, die haben mich ein bisschen raus. Das ist verwirrt auch, wenn die sich plötzlich stapeln. Ne? Wenn du die alten Legenden kennst, dann beunruhigt das eben. So, das muss jetzt aber doch irgendwie hier helfen. Es hilft aber auch nicht. Warum hilft das alles nicht? Es muss doch irgendwie... muss da wenigstens ein bisschen Stabilität rein, wenn wir die Bogen ein bisschen weiter abstützen. Okay, es scheint irgendwie irgendwo zu halten, gerade jetzt für eine Sekunde. Mal sehen, was davon jetzt runterkracht. Nee. Nee. Wenn es den 5-Sekunden-Test hält, dann hält es auch den 5-Jahres-Test. Also das ist ganz klar. Wenn es länger als 5 Sekunden durchhält, dann hält es auch 5 Jahre. Alles klar. Das ist super. Sehr schön, Leute. Eins der schwierigsten Dinge ist wieder geschafft. Eine recht große. Wir haben zwar jetzt doch mal hier Säulen, aber das ist noch in Ordnung. Wir haben immer noch sehr viel Platz. Außerdem kam die Idee rein, hier im Inneren unseres Treppenhauses. Hier regnet es immer noch rein. Hier zum Beispiel. Wenn wir jetzt von hier außen, zum Beispiel, wir hätten jetzt hier, wäre jetzt unser Werkelbereich. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel unsere Werkbänke der Reihe nach langziehen. Also das wäre jetzt, hier wäre jetzt zum Beispiel Platz oder hier. Und ein Teil der ganzen Sachen, die ja zu den Werkbänken dazugehören, die sonst wieder hier irgendwie mitten im Raum stehen müssten, weil ja an der ganzen Wand kriegen wir es hier, einfach hier innen reinzustellen. Hinter die Wand von innen oder hier innen, überall ins Treppenhaus rein. Dann haben wir den Platz auch gleich noch ein bisschen sinnvoll genutzt von unserem Treppenhaus. Und genau, ich habe was gehört, irgendwo ist was eingebrochen. Nein! Hä, irgendwo ist was eingebrochen. Hab's auch gehört, ne? Es hat gekracht. Unser Schiff hören wir so hoch nicht. Okay. Hier oben fliegt ein Stück Holz rum. Aber hier ist noch alles da. Hier ist auch noch alles da. Er hat ein eingebrochen gerollt, aber es ist noch alles da. Das Holz war von vorher. Oh ne, hier ist was weggebrochen. Hier ist was eingebrochen. Ne, das kann ja eigentlich nicht sein. Warum sollte das denn abbrechen hier draußen? Das hat ja gar keinen Sinn. Das ist ja... Nee. Das ist vom Abreißen noch über gewesen. Hä, wo? Lokse? Ihr macht nicht solche Geräusche, ne? Es hat doch gerade ein Geräusch gemacht, ne? Eindeutig ist was eingestürzt. Aber nicht bei uns am Haus anscheinend. Keine Ahnung, ist noch alles... Ach doch, hier oben ist ein Dach eingestürzt. Hier war... Nee, das ist das Schiff. Das ist tatsächlich das Schiff. Wir hören das Schiff von hier oben da unten rum. Das, jetzt kam es von draußen, hat man ganz klar gehört. Das ist das Schiff... Oder greift das irgendwer an? Nee. Wer sollte das angreifen? Aber das kommt von da unten.
Doch, da ist so ein blöder, da ist so eine, da ist so eine, da, hier, da, de. Todes Moskito greift unser Boot an. Da, ja, tatsächlich. Du blödes Vieh. Ich habe den Schild nicht in der Hand gehabt. Oh nein. Was ist das für, da, nee, da, irgendwer macht diese Geräusche. Das die Lochse? Nee. Was ist denn hier los? Da war wieder dieses Geräusch. Lebensgefährlich, um es gerade mit so wenig Ausdauer und Lebensenergie hier rumzulaufen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ihr lieben Lochse. Bisschen Reparatur war vonnöten, aber nicht viel. Oder machen die Lochse das Geräusch? Ist er aufgestampft? Ist das ein Stampfgeräusch? Und vom Weiten hört sich das an, als wenn das einbricht. Kann ja auch sein. Hier haben wir übrigens noch zwei Lochse, ne? Wir könnten die auch noch jagen. Könnten vor allem erstmal einen Log-Screenshot machen, damit wir erstmal einen Screenshot von so einem Log haben. Wir gehen mal. Wie nah kann man denn rangehen, bevor sie durchdrehen? Bis jetzt geht es ja sogar noch. Ich will dich aber von vorne mal aufnehmen. Du bist ja ein friedlicher Pflanzenfresser eigentlich, ne? Oder? Warum kommt er dann auf uns zugewackelt? So, er kommt aber noch zielstrebig auf uns zu, ne? Aber er ist nicht im Kampf, sage ich. Er ist, wackelt da so friedlich lang. Aber irgendwie folgt er uns. Sehr beunruhigend. Hallo, Loxi. Der andere ist da. Der eine ist da. Einer ist da. Er ist irgendwie, der andere ist irgendwie ein bisschen unruhiger. Als du. Du bist friedlicher, ne? Du bist ganz ein ruhiger. Ja. So, okay. Foto vom Logs gemacht. Sehr schönes Logsfoto. Vom Weiten sieht unser Haus richtig toll aus, ne? Das ist mir gerade im Hintergrund so aufgefallen. Ich stelle wieder die Anzeigen alle an. Wir sind doch schon wieder schon lange jetzt hier. Fällt mir auch schon wieder auf. Okay, aber alles gut. Jetzt wollten wir auch eigentlich nach oben, aber das Einstürzensgeräusch hat mich rausgebracht. Erst bringen einen sich stapelnden Loks raus und dann stürzt irgendwas ein, was nicht einstürzen soll. Oder man hört zumindest das Geräusch. So, hier ist auch alles rot. Hier hab ich zwar auch schon ein paar Pfeiler eingezogen, die auch eigentlich bis zum Boden reichen, aber die bringen irgendwie nicht genügend Stabilität rein. Selbst hier, es verbindet sich alles. Haben wir die innenliegende Ecke genommen? Nee, wir wollen die innenliegende Ecke. Das verbindet sich eigentlich so gut hier. Aber es stützt sich nicht gegenseitig. Vielleicht können wir ganz simpel das von hier retten. Und dann gehen wir hier runter. Bis auf den Boden. Durch die Wand durchrüber. Wo ist den Pfeiler, glaube ich, bis nach unten ziehen? Wo haben wir jetzt angefangen? Sieht man gar nicht mehr. Ist auch die andere Seite übrigens. Nee, ist gar nicht die andere Seite. Ist diese Seite. Da sind wir. Da sind wir. Und wir sind auf dem Boden. So, reicht das schon? Ist immer noch alles rot. Halte! Du bist gestützt, halte! Okay, machen wir hier auch noch einen drauf. Ach so, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Zeit für Schnappatmung. Roms. Warum? Sieht so gut aus. Hätte so schön sein können. Geht der Pfeiler nicht bis auf den Boden hier? Sag mal, du Ecke, wo gehst denn du hin?
Doch, sieht so aus. Ja, ist auch hier unten ganz blau. Geht also bis auf den Boden. Reicht aber nicht. Ja, aber der Winkel stimmt nicht. Deswegen, da kriegen wir keinen. So können wir das nicht abstützen. Nem, 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 nem. Er wird wieder rot. Wird wieder rot. Und wenn wir hier auch noch so einen reinhängen, irgendwie auch in die Ecke so, ähnlich wie da drüben, zusätzlich noch geht gar nicht. Ist er schon mit dem hier verbunden? Ist hier auch ein Pfeiler in der Ecke, der bis auf den Boden geht? Sieht so aus. Kann man schlecht erkennen, aber ich glaube, würde sagen, ja. Ja, und der ist hier verbunden auch. Das, also hat zumindest auch irgendwie noch. Ja, aber es ist schwierig. Schwierig, Leute. Und wir sind schon wieder weit in der Folge und das Dach ist nicht geschlossen. Und hier drüben geht auch die Ecke nicht drauf. Das hält sich, kann sich, hält sich auch nicht von alleine. Gegenseitig. Komm schon. Das allein nützt wieder noch nichts, ne? Gib mal her. Ach. Es muss schon 5 Sekunden halten. 2 Sekunden reicht nicht. Ja, Leute, hier müssen wir, glaube ich, doch irgendwie noch. Kannst du dich erstmal damit verbinden, vielleicht so rüber. Das ändert aber noch nichts an der Grundstabilität jetzt, ne? Die wir vorher hatten. Nee, ändert es auch nicht. Gipfelkreuz wird hier auch nicht halten. Vor allem, weil das ja jetzt auch gar nicht verbunden ist. Es müsste ja dann auch wenigstens noch über die Schräge verbunden sein. Doppelschräge. Da jetzt ein Gipfelkreuz reingequetscht hier. Komm. Vor allem Gipfelkreuz, ne? Giebelkreuz meine ich. Nicht Gipfelkreuz. Das könnte es vielleicht gerettet haben. Oh, das ist jetzt nicht richtig. Jetzt. Und es hält, Leute. Es hält. Ja. Oh Mann. Super. Und wir mussten keine Säule auf den Boden mehr setzen. Und es hält auch so. Ist gut. Ist das gut? Geschafft. Nein. Der 5-Sekunden-Test. Was ist passiert? Warum ist kein Verlass mehr drauf? Nein. Stürzt auch noch ein auf einmal. Warum? Was stört es jetzt wieder? Wo stützt es jetzt nicht vernünftig? Dann gehen wir hier noch weiter nach außen. Komm schon. Du hast gehalten. Du hast gehalten. Es hat gehalten. Es hatte gehalten. Warum? Okay, Leute, ich glaube, wir werden immer noch nicht fertig mit dem Haus. Mit dem Dach. Da bricht schon wieder irgendwas ein. Was war das jetzt? Das war das Gipfelkreuz jetzt noch, ne? Und das nächste Stück fällt ein. Was soll denn das? Es kommt da jetzt alles noch wieder. Was stürzt da jetzt alles noch wieder ein hier? Ach, die beiden Geraden, die wir jetzt oben noch neu gezogen hatten, gerade, sind jetzt auch noch eingestürzt. Okay, es ist stockfinster. Ihr seht gar nicht, ich habe die Lampe nicht mal auf. Oh Mann. Oh Mann. Was für eine Baufolge.
Aber wir haben ja auch Lochse gejagt, immerhin. Nicht nur gebaut, bis jetzt. Und aber es ist auch schon die Folge eigentlich komplett rum. Wir müssen ein bisschen länger machen jetzt einfach. Wir müssen ein bisschen XL machen. Autsch. So, Lochsfell kurz mal wegsortiert. Moskitostachel. Und Lochsfleisch. Weg damit. So, dann wird es auch mal Zeit, was Richtiges zu essen jetzt hier. 10 Würste dazu. Beeren raus. Beeren sind raus. Und dazu gibt es jetzt mal hier Suppe. Und etwas Suppe, weil dann gehen wir jetzt, ziehen wir jetzt wirklich gleich los. Einen Versuch machen wir noch, ist nochmal jetzt irgendwie dazwischen zu mogeln. Und dann gehen wir los zur Drachenmutter. Dann ziehen wir auf ins Schneebiom. Und gucken mal, dass wir ein bisschen Obsidian finden. Hier wird schon wieder irgendwas niedergemetzelt draußen. Hier wird schon wieder die Schweine quietschen. Sehen wir, was los vor unserem Langhaus hier. Wir können mal so einen schönen tiefen Wassergraben drumrum. Ja, es wäre so einfach, wenn ich natürlich mich damit zufrieden geben würde, Säulen mitten in den Raum zu stellen, ne? Aber nee. Dann wäre es alles nicht so schwer zu bauen. Oder wenn wir jetzt schon Eisensäulen hätten. Das macht alles anders. Kam im Kommentar rein, das mal verändert das ganze Bauen komplett, weil man wahrscheinlich so viel höher und so viel stabiler bauen kann und damit wahrscheinlich auch nochmal so viel schöner. Aber es ist einfach super, super teuer. So, okay, auf geht's rüber. Wir können uns auch drüben noch ein bisschen weiter. Also die Lebensenergie kann auch drüben noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Das geht auch so. Auf geht's. Obwohl, wir sollten losgehen, Leute. Ne, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so dramatisch, nicht so super dramatisch und spannend, hier zuzugucken, wie ich mir den Kopf zerbreche, wie wir dieses Dach vernünftig bauen. Vor allem, weil wir schon so viele Baufolgen nacheinander jetzt gemacht haben. Vor allem, was könnten wir jetzt noch machen? Hier ist auf jeden Fall auch ein Pfeiler von außen drin, ganz sicher. Darüber sind wir auch gegangen. Im Grunde eigentlich mehr können wir nicht machen. Warum das jetzt nicht mehr hält? Aber es wird sogar grün angezeigt jetzt hier kurz gerade. Jedenfalls die Ecke hier. Ja, es dauert eine Weile, dauert eine Weile. Dunkelt noch mehr nach und stürzt gleich ein wieder. Ja. Okay. Es geht so nicht einfach. Na gut, Leute, ich überlege mir was. Aber ich will das jetzt fertig haben, eigentlich auch. Das kann doch nicht sein. Oder wir stellen doch einfach ein. Sagen wir mal, den hier wahrscheinlich sogar nur hier oben abstellen, könnte schon reichen. Auch kein Bauholz in der Tasche, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Muss das Bauholz liegen lassen. So. Komm her, du Bauholz. Weil dann wäre es bezugsfertig, unser Haus hier, na, wenn das klappt jetzt. Mal sehen, wie lange das jetzt hier stehen bleibt. Ne, wird auch rot. Bleibt rot. Ist aber auch unten nicht bis auf den Boden runter. Jetzt müssen wir den Pfeiler hier auch sogar wieder unten durchs ganze Geschoss noch ziehen. Um das hinzubekommen hier. Wir könnten hier auch noch einen versuchen in die Wand. Obwohl der wahrscheinlich auch unten dann im Ge. Ne, der läuft durch eine Wand, ne? Aber wahrscheinlich unten durchs Fenster durch dann auch wieder. Wie gesagt, wir machen hier noch eine Stabilisierung rein. Darüber habe ich eben schon, das bricht sofort wieder ein. Das hält ungefähr genauso viel wie das Dach. Nämlich gar nichts mehr. Nee, Leute, komm, wir brechen auf. Ich will keinen Pfeiler hier drin haben. Das gefällt mir nicht. Da oben soll kein Pfeiler stehen. Gerade der Raum ist. Da bricht das nächste Stück ein. Der Raum ist auch nicht so groß. Okay, wir ziehen los. Das alles hier rein. Wir haben alle Tränke dabei. Wir sind gewappnet. Wir gehen nochmal auf die Reise. Oh, da liegt ein Lox. Haben wir den nicht gesammelt?
Den zweiten tatsächlich? Oder ist hier irgendwie... vielleicht haben wir den gar nicht eingesammelt, tatsächlich, vorhin. Einfach nur gejagt. Moskito. Noch zwei Lochse. Hier stapelt sich die Lochse auch so. Ohne sich zu stapeln, stapeln sie sich hier. Ausdauer. Aber ist auch wirklich nicht so weit, ne? Komm, auf geht's. Da habe ich, glaube ich, gerade schon Obsidian liegen lassen. Ne, da oben liegt erst welcher. Stopp! Glaube ich, auch der Tipp, wenn man richtig schwer weit runterrutscht, bevor man richtig weit runterrutscht, kriegt man ja schon ein bisschen Ausdauer wieder. Schnell Spitzhacke nehmen, einmal zuhauen. Ist das erledigt? Apropos Spitzhacke, die packen wir auf die 1, wenn wir in den Bergen unterwegs sind. Ja! Und holen wir uns auch wieder ein bisschen Obsidian. Und Ausdauer auf jeden Fall, aber auch immer ein bisschen in Reserve haben. Wenn plötzlich eine Truppe Wölfe angesprungen kommt, wollen wir vorbereitet sein. So, hier gibt es aber ordentlich Obst. Oh, da ein Steingolem. Golem! Den soll man auch mit der Spitzhacke bekämpfen können, aber die Spitzhacke ist mir zu langsam im Angriffstempo. Und man kann nebenbei gar kein Schild verwenden. Das finde ich schlecht. Und wir haben aber noch immer den Skill vom Uralten, sehe ich gerade wieder. Weil ich offscreen Holz hacken war. Oh, schlecht. Eher schlecht als gut. Gehen wir mal weiter nach oben, lieber. Oh, und so viel dazu. Da wollte ich gerade mal ausprobieren. Zu langsam. Na? Wen schlägst du denn ein? Oder ist er einfach frustig? Vielleicht, weil er uns nicht kriegt. Sticht er erstmal ein bisschen da aufs Nichts. Bisschen seine Wut rauslassen. Hopp, hopp, hopp. Direkt drauf zu, aufs Nest der Drachenmutter. Oh, und da geht's auch schon los. Komm her, du. Autsch. Ja, die Obsidianpfeile machen deutlich mehr Schaden, ne? Dafür die Gift natürlich über Zeit jetzt. Erwischt. Oh, was? Nee, nicht gut. Ah. Da müssen wir auch nochmal anfangen, die zu zähmen, ne? Dann können wir uns ein riesiges Rudel machen. Kam auch schon die Idee und so, der, die, so, dann, ne, dann kann man die irgendwie, wenn man die einmal streichelt oder so, dann bleiben sie stehen. Zweimal streicheln heißt, die können einem folgen und so, habt ihr mir geschrieben. Dann kann man die also mitnehmen. Weil die dann natürlich auch sterben können, ne, wenn man seine Tierchen mitnimmt irgendwie. Dann kann ihnen auch was passieren. Aber noch cooler, wie ich jetzt mal für einen Lochsen Sattel bauen kann. Oh, die nächsten Wölfe. Die klettern alle unglaublich gut. Die kommen überall rauf. Die können uns fast überall hinterher klettern. Lassen schon ganz schön viel Obsidian hier die ganze Zeit liegen. Eigentlich alles voller Obsidian hier. Mitnehmen! Weil so ein paar Pfeile kosten aber gleich 4 Obsidian. Nehmen wir ruhig ein bisschen mehr mit. Hopp! Du auch noch. Autsch! Nee! Ah, sehr schön. Perfekt geblockt, dann geht's einigermaßen. Oh, das war zum Beispiel dafür gleich als Ausgleich gar nicht geblockt. Zum Glück verlangsamt der Frostner alles so schön. So. Okay, wieder nach oben. Wir schaffen es ja jetzt noch hin. Soweit machen wir auf jeden Fall noch, dass wir uns das einmal angesehen haben, da, wie das da aussieht und wie der Weg allgemein so ist. Der Weg ist aber jetzt schon, kann man sagen, nicht einfach.
Kostet viel Ausdauer, dahin zu kommen. Oh. Au. Die beißen aber auch schnell zu. Ne? Die haben eine richtig hohe Angriffsgeschwindigkeit. Richtig, richtig gefährlich. Sieh, wenn man da keine Ausdauer hat und da kommen ein paar Wölfe auf einmal, dann nützt uns selbst die Ausrüstung jetzt, sage ich, gar nichts. Fressen sich da so schnell durch dann. So. Noch ein kleines Stück, Leute. Da unten ist was. Das ist nur eine Hütte. Rest einer Hütte nicht. Oh, hat sich nicht letztes Mal bei der Hütte, wo wir bei einer Hütte waren, hier so ein Golem gleich ausgebuddelt aus dem Nichts. Da sind auf jeden Fall Drachen unterwegs. Gleich zwei Stück. Und ein Knochenmann. Hallo Knochenmann, ist das deine Knochenhütte? Die ist renovierungsbedürftig. Oh. Und da kommen sie. Der hat aber doch richtig Schaden gemacht. Schon der erste Giftpfeil jetzt. Und da unten, irgendwo hier, muss was sein. Oder ist noch ein Turm? Da! Das Nest der Drachenmutter. Autsch! Da ist es. Und irgendwo ist noch ein Drache. Komm her, du Viech. Fieses Drachenviech. Gib mir deine Drüse. Müssen wir auch gleich noch einsammeln. Okay. Also der Weg ist nicht einfach. Und hier müssen wir dann hin. Und hier müssen wir dann irgendwie unsere drei Drachen... Ach, da sind sogar schon drei... Das schon vorgegeben hier. Alles klar, hier legen wir die dann hin. Opferschüssel, Opferschüssel, Opferschüssel. Alles klar. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir kommen mal langsam jetzt aber auch zum Ende dieser XXL-Folge, weil der Bau der Hütte doch wieder noch länger gedauert hat und ich am Dach rumdoktern musste. Da vielen Dank immer für eure Geduld. Dafür ist unser Haus jetzt aber bezugsfertig und sieht echt, echt schön aus. Jetzt kam man gar nicht dazu, das richtig anzugucken. Oben das kleine Dach muss halt noch ein bisschen, die letzten zwei Stücke, das werde ich auch noch schaffen. Aber der Rest hat geklappt. Das kleine Stück, das wird auch noch irgendwie aufgebaut. Und wenn wir doch noch da oben einfach mal und dann doch zwei, drei Eisenstützpfeiler irgendwo einziehen müssen, dann brauchen wir wenigstens keine Pfeiler in der Mitte reinbauen. Das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Wir bauen einfach da Eisenpfeiler ein und dann passt das. Die ziehen wir dann auch bis auf den Boden. Das heißt, wir müssen schon genauso viel Eisenpfeiler machen, wie wir jetzt Holzpfeiler haben dann da oben. Und damit stützt man unser Dach. Und dann geht das da oben auch auf. Okay, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ein Kommentar, ein Daumen hoch, freut mich immer riesig. Wenn ihr zuvor gerne mehr Let's Plays, mehr Projekte sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Da würde ich mich am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.